Moin ihr Zuckerschnecken! In der heutigen Folge von The Next Big Thing sprechen wir über den belgischen Offensiv-Allrounder Charles de Ketelaere von Club Brugge. Bevor es losgeht, lass gerne ein kostenloses Abo und ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Es kostet dich nur ein paar Sekunden, würde aber echt weiterhelfen. Vielen Dank und viel Spaß mit dem Video! Charles de Ketelaere wurde am 10. März 2001 in Brügge geboren. De Ketelaere entstammt der Nachwuchsabteilung des FC Brügge, wo er am 17. Juni 2019 seinen ersten professionellen Vertrag unterzeichnete. Für die erste Mannschaft debütierte er am 25. September 2019 beim 3:0 Auswärtssieg im Pokal gegen Francfort-Bourgoin. Sein Ligadebüt bestritt er am 22. November 2019, also im 16. Spieltag beim 2:0 Heimsieg gegen den KV Ostende, als er in der 76. Minute für Hans van Nacken eingewechselt wurde. In den nächsten Wochen etablierte er sich als Einwechselspieler und im Februar 2020 drang der offensive Mittelfeldspieler unter Cheftrainer Philippe Clement in die Startformation vor. Am 5. Februar 2020 erzielte der damals 18-Jährige im Rückspiel des Pokalhalbfinals gegen den SV Zulte Waregem nach Einwechslung das entscheidende Tor zum 2:1-Sieg und somit seinen ersten Treffer für Brügge bzw. für die erste Mannschaft von Brügge. In der Saison 2019-2020 bestritt er 13 Ligaspiele, in denen ihm ein Tor und eine Torvorlage gelang. In der darauffolgenden Saison, also in der Saison 2020-2021, wurde er in 38 von 40 möglichen Ligaspielen eingesetzt, konnte 3 Tore erzielen, sowie im Pokal und Europapokal spielen. In der aktuellen Saison steht de Ketelaere bei wettbewerbsübergreifenden 13 Toren und 8 Vorlagen in 32 Spielen. Das ist eine mehr als hervorragende Quote. Der 20-Jährige ist bereits belgischer Supercup-Gewinner und zweifacher belgischer Meister. Außerdem ist er seit dem 11. November 2020 belgischer A-Nationalspieler. Doch was macht Charles de Ketelaere so gut? Zum einen ist er physisch sehr, sehr stark, kann Bälle gewinnen und spielt für einen Offensivspieler ein sehr, sehr gutes Pressing. Er ist technisch top, er kann Tore schießen und vor allem auch vorbereiten und hat eine exzellente Spielübersicht. Sein linker Fuß ist eine absolute Waffe. Das soll seine Qualität mit dem rechten Fuß gar nicht schmälern, denn der Junge ist absolut beidfüßig. Ich bin wirklich gespannt, ob der Belgier bald den nächsten Schritt in Richtung Top-Liga geht. Das Talent für eine große Karriere hat er definitiv, denn Charles de Ketelaere ist the next big thing. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Episode. Schreibt gern eure Meinung zu de Ketelaere in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haltet die Ohren steif und ciao, ciao.